Nur wenn du Lust hast, hast du, du bist ungläubig. Ganz ehrlich. Ein Ungläubiger bist du, in meinen Augen. Ganz ehrlich. Einer, der sagt, nach Lust werde ich beten, ist in meinen Augen ungläubig. Du bist nicht gläubig. Du machst nur so. Wenn du das sagst, Das ist habe ich so. da ein Nicht, Problem weil ich mit. das sage. Einer, der betet, einer, der seine Religion ernst nimmt, muss beten, mein Freund. Mein Freund, muss beten. Nicht nur nach Lust und Und Laune. das schreibt mir jetzt wer vor, wie ich meinen Glauben auslebe? Du. Oder Nein! wer? Wenn du Ja, sagst, du bist gläubig, dann muss ich tust dafür du ja sagen, weißt gerade. du, ob du Christ oder Jude, ob du an die heilige Kuh denken tust, okay? Ganz ehrlich. Ja, aber jetzt erklär mir noch mal, weil das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Wer Guck, alles bist klar, ich hab du, recht. Du mir kannst nicht glauben. vorzuschreiben, Du wie kannst ich nicht meinen gläubig sein. Glauben Du kannst nicht auslebe? gläubig sein. Du kannst nicht gläubig sein und sagen, ich bete nach Lust und Laune. Ja, Entweder natürlich bist du kann ich das gläubig oder bist sagen. du nicht gläubig. Ganz ehrlich, du bist ein Ungläubiger in meinen Augen. Ein Ja, Ungläubiger. dann ist es deine Meinung, ist ja okay. Aber deine Du bist Meinung ein ist ja nicht, Ungläubiger. die schreibt mir ja jetzt nicht vor, was ich zu tun und zu lassen habe, oder? Bitte deine Religion ernst nehmen, bitte. Mache ich. Ich akzeptiere deine Religion. Mir ist egal, ob du Christ oder Moslem oder Jude oder an die heilige du Kuh denken tust. Das ist egal. Aber muss man seine Religion ernst nehmen, richtig. Wenn man betet, muss man richtig beten, nicht nach Lust und Laune. Nur wenn Wetter mal sagt, du sollst beten oder nicht. Ganz genau, ich bin gläubig, Leute. Hört auf damit. Ich bin gläubig. Und ich akzeptiere jede Religion. Jede Religion. Ja, und wenn du deinen Glauben so auslebst, dann ist das ja auch dein Ding. Das ist ja kein Problem. Aber schreib mir bitte nicht vor, wie ich meinen Glauben auszuleben habe. Du bist nicht, guck mal, wie die alle wieder beleidigen. Alle kommen wieder beleidigen. Keine Problem, meine Freund Angel. Keine Problem. Keine Problem, mein Freund. Römer, wer ist Römer? Ach, Josie, lass ihn. Wer ist mein Gott? Das hat Gottes nichts. Segen, Bruder Römer. Gottes Segen, Leute. Gottes Segen. Kannst du ganz kurz einmal dieses Spiel ganz kurz führen, einmal, oder wenn du Zeit hast, weil ich wollte ganz kurz mein Mittagessen essen. Ich bin Ja. Satanisten wieder unter, alle Satanisten unter Ich sich. hoffe, Ganz man ehrlich. hört mich gut. Man hört Ganz dich. ehrlich. Ihr seid alle gar unter mein Gewehr, ganz ehrlich jetzt. Alle gar unter mein Ja, Gewehr. Abdi, wir wissen das doch. Du Und hast du doch bist schon eine viel linke unternommen. Ratte. Du kommst nie bei mir rein. Ich komme immer bei dich rein. Du bist eine linke Ratte. Ja, Abdi, beruhig dich doch bitte. Oh, Blutdruck, Abdi, Du der bist eine Blutdruck. linke Ratte. Eine linke Ratte. Ja. So, was Abdi, schreiben? erzähl mal, was hast du heute gemacht? Was soll ich dir erzählen? Die Erde, wie soll ich dir Ja, wie war erzählen? so dein Tag? Mein Tag ist very nice. Very, very, very nice. Ich Ja. war heute im Wald gewesen mit ein paar Freunden. Wir waren heute Ja, im was habt Wald. ihr da gemacht? Also nicht das, was du jetzt denkst. Du denkst ja, ich mache Spaß. Pilze sammeln? Ne, wir waren nicht Pilze zusammen. Wir haben unser Nein, Ritual gemacht. nein. Unser Ritual. Alle gar um einen Kreis und dann alle gar ein schwarzen Gewand und dann einfach nur weitermachen, Leute. Für das Illuminati. Das hört sich spannend an. Für wen habt ihr Und das David gemacht, das Ritual? Ortega ist auch ein Illuminati. David Ortega. Ja, das wissen wir schon. Das wissen Was? wir schon. Das wissen wir schon. Nichts Neues bei Abdi. Warum nichts Neues bei Abdi? Was ist das? Total Kindergartentrupp. Leute, guck mal, ihr könnt nicht einmal was ernst nehmen, was wir hier reden. Ihr zieht das alles in Kindergarten rein. Ganz ehrlich. Das finde ich respektlos. Ehrlich. Ja, du weißt doch, wie manche Leute sind. Abdi betet den Teufel. Nee, ich bete nicht Die glauben Teufel. nur das, was sie glauben wollen, ne? Also, Leute, ist egal, Ja, was ihr wen glaubt. betest du denn an? Ich will meinen Glauben nicht sagen hier. Ist egal. Auf Mit jeden Fall. Freimaurer hast du doch gesagt. Der Freimaurer ist kein Glauben, nur zur Info. Ja, ich habe dir nur gefragt, du bist ja Freimaurer, ne? Ja, aber Freimaurer ist aber keine Glauben. Ja, alles gut. Aber erzähl doch mal.
für wen du das Ritual da gemacht Ich hast. finde Ne? das ja jetzt faszinierend. Ne? Der Abdi erklärt mir, ich wäre ja nicht gläubig, will aber seinen Glauben nicht nennen. Sag mal, Abdi, schämst du dich Ja, dafür? das hat nicht mit Schämst du Schämen dich zu für deinen tun. Glauben oder was ist das Das hat nicht Problem? mit Schamen zu tun, das hat nicht mit Schamen zu tun, das hat damit zu tun, weil ich das für mich Privatsphäre ist. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Gott selbst und nicht im TikTok. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Naja, aber du hast mich gefragt, woran ich glaube oder ob ich glaube, dann sage ich dir, ja, tue ich. Na, du hast geantwortet. Du Du hast willst mir geantwortet. dann vorschreiben, wie ich Ja, meinen Glauben du hast auszuleben habe, geantwortet. traust Ja, dich aber selber nicht, deinen Glauben du offen hast kundzutun. geantwortet. Du hast geantwortet. Du hättest nicht antworten müssen. So, ich habe dich nicht gezwungen zu antworten, okay? Ich habe Das ist gefragt und du hast richtig, geantwortet. aber Also ganz ehrlich, ganz genau, habe ich finde dich das ein gezwungen? Nein. bisschen in Richtung Doppelmoral gerade, was du da machst. Was? Ich finde das ein Das hat nicht bisschen mit. in Richtung Doppelmoral, was du da gerade machst. Du Was denn wurdest auch Doppelmoralismus? gefragt und ich meine, klar, natürlich, es ist deine Sache. Wenn du sagst, du willst es nicht kundtun, okay. Aber dann geh auch nicht hin und erklär anderen, wie sie ihren Glauben auszuleben haben. Ich habe Ganz nicht gesagt, einfach. dass du den, ich habe nicht gesagt, dass du deinen Glauben machen willst, so wie du machen sollst. Naja, Du du hast nur hast gesagt, gesagt. so wie ich das mache, ist es falsch. Du hast mir Ja, versucht meine Meinung. Das ist nur vorzuschreiben, meine was ich zu Meinung. tun habe. Das ist aber nur meine Ja? Meinung. Das ist nur Naja, meine aber. Meinung, sonst gar nichts. So, Meinung ist was anderes und Unterstellung ist was anderes. Ja, und meine Meinung ist, dass Angel. du dich für deinen Glauben schämst. Ansonsten hättest du kein Problem, das zu Ich sagen. schäme mich nicht für meine Glauben. Ich schäme mich Ja. nicht. Angel. Wie soll Ja. ich jetzt hier rausgehen? Du hast vorhin irgendwas gesagt, dass die 666 irgendwie eine Engelszahl ist. Richtig. Woher hast du das denn her? Weil in der Bibel wissen wir ja, dass es die Zahl des Tieres ist, ne? Die Zahl des Ja, Antichristen. Ja. die wird in der Neuzeit, wird sie als die Zahl des Tieres und die Zahl des Antichristen bezeichnet. Und früher hat man dazu gesagt, das ist die Engelszahl der Reflexion, dass man seinen eigenen Weg reflektieren soll. Okay, Reflexion, das ist schon mal gut. also Reflexion ist eine gute Sache, eine gute Tat. die Quelle, die ich Und jetzt kenne, die ist das ist auch, 2000 Jahre alt. ich wollte jetzt gerade gar nicht großartig darüber diskutieren, ob diese Zahl jetzt in der heutigen Zeit als schlecht angesehen wird oder Das ist nicht, ja sondern seit mir ging es nur 2000 Jahren darum, so. bei Reza und bei der, wie ist sie, Darkwing Duck oder wie auch immer, dass die beide Punkte hatten in ihren Aussagen, die durchaus richtig sind. Dass sie aber auch beide Punkte hatten, wo sie einfach völlig daneben gelegen haben. Na? Es ist so, wie zum Beispiel die Darkwing gesagt hat, dass viele Symbole im Laufe der Zeit, die eigentlich einen ganz guten Sinn haben, zum Beispiel die beiden haben über das Hakenkreuz diskutiert oder Ja, ich habe Swastika das oder wie mitbekommen, ursprünglich aber heißt. darf ich Na? dich kurz fragen, an was glaubst du Dass denn? das Symbol zum Beispiel ursprünglich mal ein Glückssymbol und ein Symbol für Wohlstand und Frieden war und durch die Nazis missbraucht wurde. So, jetzt denkt jeder, oh, das Hakenkreuz ist was Schlechtes. Na? Da hat Reza total widersprochen und bla. Na, da wollte ich nur kurz Heißt Reza einhaken und zu übrigens. sagen, naja, Darwin hat da einen Punkt, der richtig ist. Auch das umgekehrte Kreuz. Die Überlieferungen sind so, dass es halt eben von Petrus stammt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist jetzt eine völlig andere Frage. Ich glaube, da werden sich ganz viele andere kluge Köpfe im Kopf darüber machen können. Ja. Ich sage nur, die ursprüngliche Überlieferung ist eigentlich was Positives und wurde dann von einer anderen Gruppe benutzt, weil die sagen, ey, das Symbol gefällt mir, das benutze ich jetzt. Und jeder assoziiert das heutzutage mit was Schlechtem. Ja, das Problem ist, mein Okay, Freund, aber. das Problem ist, wir werden alle gar runtergemacht, egal was wir glauben. Egal was wir glauben. Ja, das ist. Und diese Jugend von heute, Ich persönlich. diese Jugend von heute, die Jugend von heute wird keinen Glauben nachgehen, dieser Jugend von heute. Glaube mir. Samuel, ich glaube zum Beispiel ganz einfach daran, zum Beispiel die Menschlichkeit. Es gibt ja im christlichen Glauben die sogenannten 10 Gebote. Na? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zum Beispiel. Ist ja, weiß gar nicht, ich glaube das erste oder zweite. Ich versuche menschlich mit den Menschen umzugehen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt jemanden wie den Abdi habe, der jetzt zu mir sagt, hey, du machst das falsch, du bist.
Schlecht. Ich habe Ja? nicht gesagt, du hast falsch. Ich Nee. habe meine Meinung gesagt. Ich habe nur meine Meinung Ja, gesagt. ist ja völlig in Ordnung. Ist ja völlig in Meinung und Ordnung. falsch machen was anderes, okay? Ist ja völlig in Ordnung. So, aber du hast, durch deine Meinung hast du mich kritisiert. Ist ja dein gutes Recht, ist ja Keine in Ordnung. kritisieren. So, wenn ich jetzt aber aggressiv darauf reagiere und sage, du bist ein Arschloch, du bist scheiße, bla bla, ja, dann lebe ich nicht nach dem, was das Christentum mir eigentlich sagt. Verstehst du? Also bist du Christe? Nochmal? Bist du Christ? Ja. Ja, das wundert mich, weil nochmal ganz kurz, also ihr redet jetzt hier nochmal über das Thema, was Abdi da gesagt hat und dass du irgendwie menschlich bist, aber Aber ich verstehe nicht. Aber wenn du ja Christ bist, dann musst du ja die was soll ich Bibel auch sagen? als dein, als dein, So? als dein, hallo? Ja. Ja, auf jeden Fall, du musst ja dann die Bibel so als deinen Maßstab nehmen, gell? Und wenn die Bibel vor 2000 Jahren uns offenbart hat, dass die Zahl des Antichristen die 666 ist, dann kannst du doch nicht um die Ecke kommen und sagen, das ist irgendeine Engelszahl, die man irgendwo früher benutzt hat. Ich weiß auch nicht, woher du das jetzt hast, aus irgendwelchen sumerischen, was weiß ich was für Texten oder so. Aber das kommt mir ziemlich so vor, als würdest du da irgendwas zusammenmischen und so, weißt du? Hallo? Irgendwie sind die alle weg, ne? Ja. Weil ich bin noch am Essen, ich will nicht vor der Kamera essen. Das hast du doch sonst auch immer gemacht. Ja, aber ich will gerade so entspannt schön essen und in der Sonne genießen. Ja, mach das. Ich weiß nicht, wo ist der Bruder Reza? Bruder Reza, bist du noch da? Also das war jetzt einfach nur eine Sekunde, eben kurz gegoogelt, damit ich das nicht falsch zitiere. Wie gesagt, die Zahl stammt aus der Bibel. Na, Genau, aber so. die Sache Da hat ist er ja ja auch nicht, dass gerade das gesagt, eine was Engelszahl doch. ist. Er hat es dir doch gerade erklärt, das ist die Zahl des Tieres, des Antichristen. Genau, da steht ja nicht, dass die Zahl des Das Engels. umgedrehte Kreuz, das benutzen alle Satanisten, die satanische Rituale machen. Wo steht bitte genau in der Apostelgeschichte oder im Neuen Testament? Und sie haben Petrus umgedreht gekreuzigt und daran Das gedenken wir an ist das umgedrehte eine Kreuz. katholische Überlieferung, ich glaube aus dem 2. Jahrhundert oder so, aber es gibt Ja. vorher Überlieferungen, dass Petrus gesteinigt wurde. Weißt du? Und die haben das dann einfach so für sich entschieden, damit sie halt, keine Ahnung, umgedrehte Kreuze benutzen können für ihren echten Glauben oder so. Weil wir wissen ja alle, die sind nicht ganz koscher, die Katholischen. Ja, das kann gut sein. Das, wie gesagt, ich kann jetzt nur, weil ich das jetzt eben schnell gegoogelt habe. Ja, und was ist denn die Quelle dafür, dass es dann eine Engelszahl ist? Woher kommt es denn? Weil aus der Bibel kommt es ja nicht. So, bin wieder da. Hat's geschmeckt, ja? Ja, Leute, könnt ihr noch einmal alle Gas geben und den Stream noch mal teilen? Ja, irgendwie scheint er nicht mehr da zu sein. Ja, der googelt irgendwas. Ja, weil sonst hole ich den nächsten mal rein, weil hier sind noch so viele Anfragen und hier wollen noch so viele Leute rein. Ja, ich habe es jetzt nur noch einmal genauer nachgelesen, damit ich nichts Falsches sage. Ja, erzähl. Also, aus Weißt der du, was ich so Offenbarung des komisch finde? Johannes. Römer, ich wollte noch mal eine Aussage machen. Weißt du, was ich komisch finde? Ehrlich? Warum benutzen, ich meine jetzt echte Satanisten auf der ganzen Welt, aus allen Ländern, das umgedrehte Kreuz und machen satanische Rituale? Kannst du mir das vielleicht erklären? Warum machen die das? Pentagramm, Ja, Hexagramm, 666, warum halt machen die dadurch, das? ne, wen die verspotten wollen und wen die anbeten. Ne? Also die haben halt ganz klar was gegen den Jesus Christus aus der Bibel, wenn die Ja, Bibel genau. bezeugt und nicht wie das irgendwie der Koran oder so macht. Und die 666 ist halt das Zeichen ihres
ja, ihres Vorbildes, ihres Gottes. Und ja, ne, man kann dadurch ganz eindeutig und ersichtlich erkennen, ne, wer denn der Feind der Satanisten ist, also wen sie zum Feindbild haben und wen sie verspotten auf dieser Welt und Ja. ja, wen sie halt anbeten, ne? Ja, genau. Ja, da hat der Römer gar nicht so Unrecht. Also soweit ich das jetzt weiß, ich habe mich mit Satanismus selber noch nie wirklich so dermaßen befasst. Also ich habe mich da noch nie in dieser Materie versucht einzulesen. Aber dieses umgedrehte Kreuz soll wohl im Okkultismus dafür benutzt werden, um zu zeigen, dass man eben die Kirche ablehnt. Ja, Ne? steht auch dafür, dass man, was Gott quasi getan hat, auf den Kopf stellt, ne? Also die Ordnung umdreht. Habe ich auch schon mal gehört, aber kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen, weil ich mich, wie gesagt, mit dem Thema zum Beispiel noch nie befasst habe. Ich wusste jetzt nur das eben mit Petrus und dass es halt den Ursprung daher hat und dass es dann halt eben vom Satanismus aufgegriffen wurde, weil sie das toll fanden, keine Ahnung. Mehr wusste ich dazu jetzt leider nicht. Bruder Reza, bist du wieder da? Ja, der hat sein Mikro noch aus. So, ich sehe das gar nicht. Der ist auf Stumm. Ja, ich finde halt immer, gerade beim Thema Glauben, das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil so zum Beispiel wieder Abdi und ich jetzt vorhin hatten, ne? Wenn ich sage, hey, ich lebe meinen Glauben so aus und bin Christ oder behaupte, ich bin Christ. Und er sagt, nee, meiner Meinung nach ist es falsch. Dann hast du halt da zwei verschiedene Meinungen und musst irgendwo einen Konsens finden. Und wenn man das dann ins Aber Extreme führt, wenn du ein, ja, ja. dann kann das nie was Gutes werden, finde ich. Aber ich finde, wenn du ein Christ bist, dann hast du die Bibel als Maßstab und siehst das als Gottes Wort und tust auch nicht irgendwie was wegstreichen oder hinzufügen oder sonst was. Und da kannst du ganz genau erkennen, wie du beten sollst, wie du beten kannst, dass du keine Gebetszeiten hast, ja. Und dass du in kniend, in liegend, in stehen, in laufen kannst du beten, ja. Und da brauchst du dich auch gar nicht zu kümmern, was der Abdi sagt, wenn du weißt, was ja in der Bibel steht, ne, für dich. Eben. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Glauben nicht so ausleben würde, wie ich den lebe, dann müsste ich jetzt zum Beispiel auch sagen, jo, im Alten Testament steht auch die Phrase drin, Auge um Auge, Stein um Stein. Na? Also von Ja gut, daher. da wissen wir ja, das gibt verschiedene Bündnisse in der Bibel. Du musst dich mal mit den verschiedenen Bünden in der Bibel befassen. Ja, klar, es gibt Und ja das Neue und das Alte Testament. genau, und da wissen wir ja auch, dass wir keine Leute steinigen sollen oder wie in Abrahams Zeiten keine, ich sag mal jetzt Leute, also Männer, die bei Männern liegen oder Frauen, die bei Frauen liegen, sollen wir auch nicht umbringen, weil Jesus Christus hat uns ja ganz klar gelehrt, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst und wir sollen nicht unseren Feind hassen, weil was haben wir denn davon? Und wir sollen Richtig. unsere Feinde segnen, ja. Und mit dem Tod Jesus Christus Neosim, ist auch die neue Bündnis. ganz kurz, Neosim. Ich bin nicht nur ein Google-Christ, sondern ich bin erzkatholisch aufgewachsen. Ich war, nee, bis zum Ministrant habe ich es nicht geschafft. Das hatte ich keine Lust darauf. Mein Dad war jahrelang Pfarrgemeinderat und Lektor in unserer Kirche. Ich habe sehr, sehr viele Diskussionen mit unserem Pfarrer damals geführt, bis er leider gestorben ist. Also ja, ich habe mich mit dem Thema auch durchaus befasst. Aber dank unserer wunderschönen Technologie haben wir die Möglichkeit, Sachen auch kurzzeitig mal eben nachzuschlagen mit Google, ja, damit man zum Beispiel nichts Falsches sagt. Ja, weil ich habe jetzt keine Lust, mir einen riesen Brockhaus-Sammlung dahin zu stellen an Lexikons, wo ich dann eh nur die Hälfte von dem nachschlagen kann, was ich vielleicht in dem Moment nachschlagen möchte. Ja? Also bevor du andere Leute herabwürdigst, solltest du dir vielleicht mal Gedanken darüber machen, warum es unsere Technologie gibt. Ja. Ja, okay. Hast du denn sonst noch eine Frage? Der ist weg. Kaffee Okay, weil trinken. dann. Ach, da ist gut.
Ja, weil jetzt will ich noch, weil es wollen noch andere Leute rein, weil dann würde ich noch andere Leute reinholen. Ich kann auch gerne rausgehen, wenn ich störe. Na, alles gut, weil ich will immer nur, ich will nicht so viele Leute hier reinholen und ja. Naja, alles gut. Na Dann gut, danke. wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Ich dir auch. ich hör mir das mal ein bisschen weiter an. Okay. Mach Gottes gut. Segen dir. Gottes Ebenso. Segen. Ja, Römer, du warst ja lange nicht mehr hier, ne? Ja, ich war ein bisschen Abstinenz von TikTok machen. Ja. Muss auch mal So. sein. Hallo. Hi zusammen. Gottes Segen. Hallo. Gleichfalls. Kleine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob's du warst, Römer, oder vorher der andere. Ich war früher, ehrlich gesagt, ich hatte den falschen Weg eingeschlagen. Jetzt bin ich gläubige Christin. Satanismus und Teufelsanhänger sind was anderes. Das habe ich auch im Chat gesehen, dass sich ein paar darüber aufgeregt haben. Ich bin einfach der Meinung, man sollte wirklich aufpassen, was man macht und sagt. Weil Ja. schlussendlich, zwar glaube ich an Gott, aber wir wissen alle nicht, was nach dem Tod kommt. Ja, warte mal, du hast doch Deswegen. gerade gesagt, du bist doch eine bekennende, du bist doch eine gläubige Christin, oder? Genau. Ja, aber dann weißt du doch, was nach dem Tod kommt. Hast du die Bibel gelesen? Habe ich. Aber ich bin ja Ja. nicht gestorben. Ja, Das aber Problem was? ist, Ja, aber ich warte, was glaube sagt an der Herr? Gott. Was? Warte bitte, was sagt der Herr Jesus Christus denn? In welchem Zusammenhang? Er hat vieles gesagt. Ja, er hat vieles gesagt, aber was hat er denn gesagt? Wer an mich In was glaubt, in wird Bezug? leben. Ja, klar. Wird ewiges Leben bekommen. Und was hat er denn zu den einen gesagt, wo er am Kreuz war? Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Also, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, so wie die Schrift sagt, so wie es auch in Johannes 3, Vers 3 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht hineingehen. Du musst von neu geboren werden. Also, die Bibel gibt uns eine Anleitung, wo wir hingehen nach dem Tod. Himmel oder Hölle? Ja, aber ich rede von Praxis. Ja, und das, Theoretisch was du, ja. Ich und was du glaube auch gerade gesagt daran. hast. Ich glaube daran, aber ich bin ja noch nicht gestorben. Ja, So, aber und das was du. meine ich. Ja, und jetzt zu diesem, was du meinst mit Satanismus. Was meinst du jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Satanisten, Ich die glaube, glauben ich nur an weiß, sich wie du meinst. selbst. Die glauben nicht an den Teufel. Und dann gibt's Teufelanhänger. Das ist Ja, etwas, das ist ein kleiner ist jetzt einmal. Unterschied. Ist, ja, ist. Wie bitte? Das ist ja genau die Lehre vom Teufel, dass man nur auf sich selbst gucken soll und alles andere ist egal. Hauptsache, einem selbst geht's gut. Und wenn man den Satz bis zum innersten Kern verfolgt, da sieht man natürlich, dass sie Luzifer anbeten. Ne? Ich habe ehrlich gesagt, ich habe nicht die ganze satanistische Bibel gelesen. Ich hatte mal zwei, drei Seiten aufgeschlagen, ehrlich gesagt. Und ich fand es kompletter Blödsinn. Aber eben, da stand so oft, ey, man soll nur an sich selbst glauben, bla bla bla. Ja. Genau, das ist die Lehre des Teufels. Und man muss ja auch sagen, Anton LaVey ist ja nicht der Ursprung des Satanismus, ja. Er hat da vielleicht die Bibel geschrieben und sonst was, aber wenn man sich auch über ihn schlau macht, dann sieht man ja auch ganz klar, dass er Satan zum Gott hatte und das auch selber so bestätigt. Und Aleister Crowley war ja auch ein Vorbild von ihm und der hat ja ganz offensichtlich Satan angebetet. Und man sieht ja auch, wenn der Herr Jesus Christus sagt, nur er ist der Weg, der zum Vater, also zum Vater führt, keiner kommt zum Vater als nur durch ihn, dann sieht man ja auch durch seine Aussage, dass alle anderen Religionen vom Vater wegführen, also vom Himmelreich wegführen. Wer führt dich weg vom Himmelreich? Nur der Teufel. Somit können wir auch, sage ich mal, feststellen, dass alle anderen Wege, die meinen, zu Gott zu führen, eigentlich vom Teufel sind. Ja, die Freimaurer sagen auch nicht, diesen Satanisten, aber ihr Gott ist Luzifer. Das sehen wir bei Morals and Dogmas auf der Seite 320, wo der Hochgrad-Freimaurer und 33-Grad-Freimaurer Albert Pike das ganz klar und so sagt, dass ab dem 30. Grad, glaube ich, das offenbart wird den Freimaurern, vorher in den unteren Graden nicht. Aber heute ist es wahrscheinlich so, dass auch schon untere Grade wissen, so was abgeht, dadurch, dass sie einfach das Buch lesen können. Und ja, es gibt verschiedene Kulte, wo man einfach sieht, dass sie auch den Teufel anhängen. Und ich sag mal so, im Islam, wenn man sich da auch mal näher mit beschäftigt, dann kann man auch nicht sagen, dass das von Gott kommt. Und im Endeffekt ist der Allah entweder ein Mondgötze oder halt der Teufel selbst, ne, in Person.
Okay, das wusste ich nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wusste ich nicht. An eben das, dass jede Bibel, die einen wegführt von Gott, eigentlich gleich zum Teufel gehört. Gut, dass man das weiß. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Es kann ja nur Das einen mit den Weg geben. Also, Freimaurern wenn du ist auch Christ wieder was ganz anderes. Ich habe letztens gerade eine Dokumentation gesehen mit verschwundenen Kindern und Blut und weiß Gott was alles. Sei dahingestellt, ob man das jetzt glauben kann oder nicht, aber ich finde es eklig, was die machen, wenn das alles stimmt. Dementsprechend ist die Frage, ob man überhaupt diesen Menschen überhaupt noch helfen kann. ja, das ist natürlich eine Frage für sich, aber ich sag mal so, wenn du Christ bist, dann weißt du ja, was Jesus Christus gesagt hat. Und wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, ja, er ist der Weg zum Vater und kein anderer Weg führt dorthin, dann kann man daraus auch sehen, dass andere, die behaupten, ich bin der Weg in die Ewigkeit, lügen, ja. Und daraus kann man schließen, wenn man auch durch die Bibel weiß, dass der Teufel der Vater der Lüge ist und von Anfang an der Menschenmörder war, dass er seine verschiedenen Wege hat, um die Leute von Gott wegzuführen. Dementsprechend kann man sagen, er hat verschiedene Religionen gebaut, damit du bloß nicht zu Jesus Christus kommst, bloß nicht in die Rettung kommst, damit du mit ihnen in der Hölle brennen wirst. Das ist sein Ziel, ja. Er ist schon besiegt. Durch das Werk am Kreuz ist der Satan schon besiegt. Das Einzige, was er noch machen kann, ist, so viele Leute mit sich zu ziehen, wie es geht. Ja gut, wenn man in der Bibel liest, wir sind ja jetzt sowieso in der Endzeit. Ich glaube, das stand in der Genau. Bibel. Oder ich bin jetzt gerade behindert, eins von beiden. Nein, ja, wir sind in der Endzeit. Da sieht man auch verschiedene Prophetien. Nicht nur das, man sieht es mega an den Menschen, vor allem in Großstädten und an der Musikszene vor allem heutzutage. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema mit der Musikszene und all den Leuten, die sehr viel Geld verdienen und in der Öffentlichkeit Genau. leben. Dementsprechend muss man auch mega aufpassen. Ich zum Beispiel, perfektes Beispiel, Lil Nas da. Ich habe ihn früher voll gefühlt, ganz ehrlich. Jetzt bekomme ich Gänsehaut, wenn ich irgendein Lied von ihm höre, also im Schlechten. Weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das alles sein muss. Was die machen, was die sagen, was die, ja, du weißt, glaube, was ich meine. Ja, man sieht auch durch das Beispiel, was du wieder gesagt hast, ich glaube, ich habe das vorhin schon erwähnt oder der Danny hat es erwähnt, man sieht ja auch dadurch, dass sie jetzt nicht den Buddha verspotten oder den, was weiß ich, wen verspotten, sondern es geht immer wieder auf Christus. Ja, und man sieht Ja. dann, wen diese Menschen zum Feind haben, wen diese Menschen verspotten. Und wenn du ja selber weißt, okay, die gehören so zum unteren Fuß der Elite, sind denen ihr Mundstück und verpesten sozusagen die Jugend mit Satanismus, mit dem Teufel. Und da kann man einfach eins und eins zusammenzählen, weißt du? Nein, ich meine auch, ich bin Musikerin. Ja. Ich bin nicht bekannt oder ich bin gar niemand. Aber durch das, ich habe sehr viele komische Leute kennengelernt, wirklich. Und einmal habe ich diese Erfahrung gemacht im Sinne von Satanisten, sage ich jetzt einfach mal. Und die waren sehr, sehr, sehr komisch unterwegs und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Und ich bin bis heute dankbar, dass ich nicht diesen Weg gegangen bin. Also wirklich, das ist krank, sowas, wirklich. Ja, sehr gut. Aber ich kann dir auf jeden Fall raten, lies mehr in der Bibel, damit du auch im Glauben Ja, wächst. Und was unbedingt. sehr Ich wichtig bin ist, auch sowieso Johannes sehr 3, vergesslich. Johannes 3, 3, ne, sagt, dass du wiedergeboren werden musst. Und ja, lies das einfach mal und lies auch den Römerbrief. Der ist auch sehr wichtig. Und ja, da erfährst du viel auf dem Weg. Unbedingt, weil ich habe als Kind sehr oft die Bibel gelesen, nur weil leider bin ich auf den falschen Pfad gekommen. Und jetzt bin ich mich wieder am Bessern. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass irgendjemand ein Vorzeigechrist ist. Das war natürlich nur Jesus. Ja, wir alle haben Sünden. Unser Fleisch ist Sünde. Nur wer wiedergeboren ist, der ist mit dem Heiligen Geist gesegnet und der hat eine neue Verhältnis zur Sünde, weißt du? Also sobald du auch nur lügst, fühlst du dich todesschlecht und gehst gleich ins Gebet und bittest um Bekehrung, um Vergebung, bekehrst dich immer wieder erneut, wenn du etwas getan hast. Und bei den meisten Menschen, auch bei vielen Namenschristen, sieht man halt, dass die sich rechtfertigen. Ja, ich musste lügen, weil sonst hätte ich, weiß ich nicht,
eine Strafe gekriegt oder was weiß ich halt, irgendwie sowas, oder mein Chef hätte mich abgemahnt oder so, ich habe jetzt lügen müssen oder irgendwas auch immer. Und eine Lüge bleibt eine Lüge, egal in was für in der Situation die war. Und ja, man hat halt, wie gesagt, wenn man wirklich wiedergeboren ist, ein ganz neues Verhältnis dazu. Und ich sag mal jetzt, ein Mann, der eine Frau hat und einer Frau hinterhergeguckt hat und der wiedergeboren ist, der wird sich zu Hause schlimm fühlen, so schlimm, als hätte der wirklich seine Frau betrogen mit einer anderen Frau, und wird wirklich um Vergebung bitten wieder, weißt du? Und das immer wieder erneut. Und dadurch wirst du auch automatisch ein anderer Mensch, ja? Du wirst ein ganz neuer Mensch im Geist und gehst einen ganz anderen Weg. Das ist ja auch die Umkehr. Man sieht Leute, die Christen geworden sind, die waren vorher irgendwelche kriminellen Ganoven, haben den Herrn gefunden und sind danach ganz andere Menschen. Die Eltern haben ihren Sohn beispielsweise gar nicht mehr wiedererkannt, ja. Und Bei mir das genau ist das halt. Gleiche. Ich meine, ich war früher komplett anders unterwegs. Ich habe auch ganz anders geredet. Ich habe sehr viel geschwört, was ich bis heute extrem bereue. Aber ich hoffe, Gott wird mir verzeihen und anderen auch. Aber es bringt nichts, wie du sagst, sehr viele. Ich habe auch andere kennengelernt, die, ich sag mal, Christen geworden sind, aber wie sagt man dem? Immer noch so irgendwohin das haben, was sie früher gehabt haben. Weißt du, was ich meine? Ja, doch in So der Welt dieses, ja, leben. eben wie du sagst, ja, ich musste lügen, ja, ich musste, ja, dies, das, ja, nee, eigentlich nicht. Genau. Das sieht man viel. Danny, bist du noch da? Ja, ich bin da, warum? Nur so. Wo ist denn der Bruder Reza? Ich weiß nicht. Ich danke euch von Herzen, dass ich mit euch reden durfte. Ich muss leider schon weiter. Ich wünsche noch euch Ja, noch einen ganz gerne. schönen Tag. Ebenfalls, Gottes Segen dir. Gottes Segen. Ja. Hey, heute ist so schönes Wetter, ne? Ja. So. Dann holen wir mal den nächsten Gast rein. So. Leute, ihr könnt auch einmal noch mal alle den Stream liken und teilen, weil ich bleibe maximal noch, ja, so 40 Minuten live. Also bin noch 40 Minuten live. Und wie heißt der Friseur? Warte mal, was? Immer diese Beleidigung und dieser Spott. Das ist so sch schlimm, was sie da im Chat schreiben, ne? Ja, man sieht halt den Geist, ne? Ja, Von man sieht dem den Geist. Geist. Man sieht diese Liebe. Man sieht diese echte Liebe von denen. Toll, tolle Liebe habt ihr. Auch an diese ganzen Katholiken da, diese jetzt Bilder machen mit dieser 666-Geste. Das ist nicht mehr normal im Kopf, seid ihr. Die wollen so eine Aufmerksamkeit haben, weißt du, weil die irgendwie keine Aufmerksamkeit auf TikTok bekommen oder keine Reichweite haben, wollen sie dann so Aufmerksamkeit haben von mir, dass ich dann da mit denen live gehe, damit die so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und so. So wie ein, ja, weiß nicht, ist einfach traurig. Da stimmt ja wohl was nicht. Wie peinlich ist das eigentlich? Guck mal, ich weiß ja ganz genau, dass das keine Eingeweihten sind. Guck mal, die brauchen noch gar nicht jetzt mich zu verarschen. Guck mal, ich bin ganz anderes Kaliber. Ich kenne mich mit der Materie sehr gut aus. Wenn jetzt so ein Katholik so meint, er muss mich hier verarschen, dann verarsch dich nur selber. Du machst dich selber peinlich. Also, du unterstützt ja denn eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Satanisten. Das ist so, stell dir vor, ich gehe zu den Katholiken rein mit einem Satans-T-Shirt. Ja, warum mache ich das? Was ist der Hintergrund? Warum will ich das machen?
Also wenn ich jemanden verarschen will, wie bösartig ist das, Römer? Wie bösartig ist das, Römer, wenn ich dich verarschen will? Ist das nicht böse? Natürlich. Das ist doch, ist das der Heilige Geist? Sagt der Heilige Geist, verarsch Dennis, provozier Dennis? Nein, es ist der Nein, das ist weltliche alles Geist. andere als ein Heiliger Geist. Alles andere als der Heilige Geist. Amen, du hast es gesagt. Der Heilige Geist macht sowas nicht. So. Ich sehe hier gerade, wir haben hier 700 Zuschauer. Ist das ein Bug? Ich sehe nur 210. Bei mir steht 290, 790. Vielleicht siehst du die Leute, die nicht auf den Livestream geklickt haben, die von außen so zuschauen, weißt Ja, dann sind das ja 1000 Leute. Gut möglich, ja. Ja, egal. Ja. So, ja, hoffen wir mal, dass der Bruder Reza wiederkommt. Ja, hoffentlich. Ja, aber es ist halt Ich bin nicht ein, so gut im es ist halt, Reden. guck mal, Römer, du hast dich ja auch damit beschäftigt und befasst und du weißt ja ganz genau, dass das wirklich existiert. Aber ich kann nicht verstehen, guck mal, du musst so überlegen, weißt du, warum die Katholiken damit ein Problem haben? Weißt du, warum die Katholiken mit das hier ein Problem haben? Ja, weil das ihre Lehre aufwirft, ne, auffliegen Weil lässt in der auch. Ihren katholischen Kirche die Ursprung und alles. Pyramide mit den ein Auge ist. Deswegen haben sie ein Problem damit. Genau, das Das lässt die greift halt die Welt auffliegen, ne, den Ursprung und genau, alles. weil sie sich denken, hey, warte mal, wir haben doch dieses eine Auge. Warte mal ganz kurz, die ganzen Stars machen doch diese Pyramide mit den ein Auge. Will, also Genau. das greift ja richtig dein Weltbild an und deine Religion greift das ja an. Weil wenn du in die Kirche gehst, siehst du dieses Auge und alle Stars machen dieses eine Auge. Das heißt, ja, du bist verstockt im Herzen. Ja, die blenden alles aus, die Pädophilie, die ganzen Symboliken, den Götzendienst, weil Ja. ihre Eltern da irgendwie drin sind und sie lieben es und die müssen es halt beschützen, ne? Und somit beschützen die halt auch, sage ich mal jetzt, die Werke des Teufels gleichzeitig, ne? Weil Ich wenn habe sie die letztens, Stars und die ein Auge beschützen, dann beschützen sie auch ihre Kirche. guck mal, ich habe letztens über die katholische Kirche einen kurzen Livestream gemacht mit zum Beispiel Schlangentempel, ne? Ja. So, und dann kommt der Katholik rein und sagt, auf einmal redet er über umgedrehte Kreuze und ich rede aber über einen Schlangentempel. So, wenn mein Priester, mein Ältester, wenn er in einer Gemeinde ist und wo er dann so ein Schlangentempel in seiner Gemeinde hat, ich würde ihn fragen, was ist los mit dir? Bist du Satanist? Warum machst du das? Warum sind an den Wänden so große Augen? Warum ist das da in der Mitte? Sieht das aus wie so ein Kopf in der Schlange und Zunge? Warum stehst du genau im Mund der Schlange drin? Was soll das? Würdest du das nicht hinterfragen? Natürlich. Ja. Kann man ja nicht einfach so hinnehmen, ne? Muss man ja auf den Grund gehen. Ja, genau. Danke nochmal für Wie die ganz ganzen vielen Geschenke. anderen. Ja, man muss das alles prüfen, ne? Man muss alles hinterfragen und alles prüfen. So, jetzt kommt ein neuer Gast hier rein. Danke für die Rosen, wirklich danke, danke, danke. Danke für die Rosen, damit ich bald zum Friseur gehen kann und mir einen neuen Haarschnitt verpassen kann. Danke, danke. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Na, könnte nicht schaden, wenn jetzt irgendein Freimaurer reinkommt. Ja, das wäre schon interessant, aber wir wollen Und die nicht. Pharao, wir zwei verstehen uns relativ gut, also wenn es um das geht. Also der versteht mich, der weiß, was ich meine, ich weiß, was der meint. Mit dem Ja. kann man ganz gut reden, ne? Hast du gemerkt? Ja, der Pharao ist, mit dem kann man sehr, sehr gut reden. Aber halt auf unterschwellige Botschaften. Ja, aber du weißt ja, der ist halt erleuchtet, wir sind erleuchtet, wir raffen das, der rafft das, nur die nicht Wiedergeborenen raffen das nicht, weißt du? Ja, die normale Katholiken oder so nicht Wiedergeborene, die raffen das ja gar nicht. Ja, ich weiß. So. Ja, du weißt ja, ne, es geht ja auch bald los. Bald wird die neue Weltordnung kommen. Und dann wird das hier richtig knallen, dann wird das hier richtig aber knallen. Und die ganze involvierte Bruderschaft der Schlange, die wissen alle Bescheid. Die warten nur auf ihren Antichristen. Die können das kaum noch warten. Die lecken sich ja die Hände ab. Die Ja. können es ja gar nicht mehr aushalten, bis er endlich auftritt.
Ufuk freut sich ja schon, Pharao freut sich, alle, sie warten alle auf ihre Meister. So wie wir es nicht aushalten können, wir können es ja auch kaum noch ertragen, wir warten ja die ganze Zeit auf den Herrn. Ne? Wir warten noch die ganze Zeit auf die Entrückung, wir warten noch auf den Herrn. So warten sie Ja. auf ihren Meister, der dann auftritt. Und du weißt, Bruder, So. das werden diese Verhältnisse wie ägyptische Pharao-Zeit und römische Zeit sein, dieses diktatorische. Und ich bin mir sicher, ich bin mir zu 100% sicher, wenn die neue Weltordnung stattfindet und sie ist richtig, es ist vollbracht in der Hinsicht, dass dann auch wieder so Rituale stattfinden, so in ihre Tempels öffentlich. Ja, klar, wie in den Und Zeiten von Baal, genau. wie in den Zeiten Baal und dass die Leute dann so das sehen und das ist dann völlig normal so. Ne? Das ist völlig Ja, normal. der So werden Heilige wir Geist wird ja kommen. dementsprechend nicht mehr in der Welt sein in den letzten Jahren des Antichristen, ne? Ja, was meinst du, was denn hier Also, abgehen wird? Was meinst du, wenn der Heilige Geist hier, was meinst boah, dann geht's ab. Musst du? du Dann jetzt wirst du auch noch sehen, der gar nicht Heilige mehr hier Geist ist ja leben. noch da in der Welt. Aber schau mal, was abgeht. Ja, das ist ja Kinderkacke, was wir hier noch auf der Welt erleben. Wenn das passiert, wenn wir entrückt werden und dann diese Zorngerichte losgehen, Der dann Heilige es Geist geht auch mal aber. weg ist, ne? Dann wird den lauwarmen Christen leider nichts anderes übrig bleiben, als in den Märtyrertod zu gehen, ne? Das wollten die Ja, ja auch selber so. oder du unterwerfst dich dem Staat, lebst dann hier ein paar Jahre, damit du deine Eltern, deine Familie ernähren kannst, ne? Weil es gibt ja auch viele, die Christen, diese lauwarmen Christen, die werden sich dann den Antichristen unterwerfen. Die Ja, werden sich klar. denken, es geht, ich muss meine Tochter für meine Tochter sorgen. Diese paar Jahre will ich noch mit ihr leben. Aber die Religiösen werden halt den Märtyrertod gehen müssen, wenn sie zum Herrn wollen, ne? Ja. Ist halt so. Die werden dann wirklich alles hinter sich lassen müssen und halt wirklich radikal den Weg des Herrn gehen und wirklich ihr Leben lassen, ne? Ja, das wird ja heftig werden, wenn Weil die auf es nicht anders einmal. gewollt haben. Aber ich bin mir dann aber auch sicher, dass dann in Deutschland und so Europa Bibelverbot geben wird, dass sie Ja, dann, klar. ich bin mir sicher, dass dann alle christlichen YouTube-Kanäle gelöscht werden, dass dann alle Bibeln beschlagnahmt werden, dass alle Gemeinden geschlossen werden und dass es In dann Israel halt ist es so. ja schon so. Hä? Wie bitte? In Israel fängt es ja schon langsam an. Ja, In aber was Israel meinst fängt du? es ja schon langsam an. Ja, aber was meinst du, wenn das erstmal in Europa stattfindet? Jetzt haben die Christen es ja schon schwer. Aber was Es wird meinst du, halt wenn schon dann ins noch. Rollen gebracht, ne? Merkst du ja mit der Gesellschaft und so, wo es hingeht, was sie, wie sie den Glauben lächerlich machen auf Social Media, in den Filmen, ne? Da merkst du Warte schon, wo mal es ganz kurz. hingeht. Da hat einer gefragt, lieber Dennis, ernst gemeint, Frage, warum pustest du während dem Sprechen so stark? Ja, ich habe Allergie, ich habe Heuschnupfen, meine Nase die ganze Zeit. Die Ah, ganze das Zeit. ist ekelhaft. Ja, meine Nase ist rot, knallrot und trocken, ne? Hört ihr das nicht? Sommerzeit bin ich immer, ich bin auch gerade müde, ich bin richtig kaputt. Meine Nase läuft die ganze Zeit. Das ist Ich so, hab ob mal. ein Liter Rotze so die ganze Zeit rauskommt. Ich kann nichts Ja, dafür. Das ist meine Allergie. das ist nicht schön. Ja. Ja, nochmal zurück auf das Thema. Ja, wir sehen ja schon, wie das wirklich salonfähig gemacht wird, ne? Das Ganze. Wie der Glauben lächerlich gemacht wird. Also lang wird es nicht mehr dauern, bis das wirklich so weit kommt, wie du gesagt hast, dass das, naja, alle Gemeinden geschlossen werden, dass wirklich Bibelverbot kommt. Die Evangelisten, YouTube-Kanäle werden gelöscht, wie du gesagt hast, ne? Ja. Lang dauert es nicht mehr. Ich bin mir auch sicher, ich bin mir auch zu 100% sicher, die Leute, die dann jetzt sagen wir mal so predigen und so, ne? Ich bin mir zu 100% sicher, dass sie dann zum Beispiel die Polizei anrufen und sagen, ey, da sind gerade Christen, die verteilen da gerade Flyer heimlich oder sagen wir mal, die sind jetzt im Garten. Sagen wir als Beispiel, Christen treffen sich heimlich irgendwo in einen Garten und lesen da Bibeln, dass zum Beispiel die Leute das sehen und sagen, ey, da sind gerade, die haben sich da versammelt. Ja, natürlich. Natürlich wird Ja. das so sein. Das sehen wir Ja, jetzt müsst schon ihr in einen Film Nordkorea. Das gucken ist eh schon 80er Jahren, da gibt es einen so. Film, wenn man unbedingt wissen will, wie die Verfolgung der Menschen aussieht innerhalb der neuen Weltordnung, wenn sie das Markenzeichen nicht annehmen wollen und nicht zum System dazugehören wollen, die werden radikal verfolgt. Das ist der Film Body Snatchers, die Körperfresser kommen. Und das ist eben ein An von Ausblick Nordkorea auf können wir die uns das auch neue gut vorstellen, Weltordnung. eigentlich. Wie heißt der Film, Risa? The Body Snatchers, die Ja. Körperfresser kommen. Ja. Donald Sutherland. Bruder Reza, weißt du, welcher Film richtig brutal ist?
Ja. Dieser eine Film, wo der eine Typ zufällig so eine Brille findet und dann setzt er die auf und dann sieht er auf einmal Ja. diese ganzen Botschaften. Ja, sie leben, heißt der Film. They live. Ja, ich habe mal gehört, Sie dass dieser leben. Film mal eine kurze Zeit verboten war. Und weil der Film ist ja richtig heftig. Der Film zeigt ja wirklich, was hier abgeht auf dieser Welt. Ja, vor allen Dingen zeigt er eben, dass da ein paar Christen sich innerhalb von Medien einschalten und sie werden verfolgt. Diese Christen, die eben aufklären, dass die Welt eben von bösen Mächten regiert wird und die bösen Mächten versuchen, diese Christen dann auszuschalten. Und am Ende zeigt es sich ja, dass diese Christen ja recht hatten und dass das Böse wirklich diese Welt regiert und das Böse mit den Mächtigen dieser Welt eben einen geheimen Vertrag eingegangen ist. Und derjenige, der das ganze System zum Zusammenbruch bringt, ist dann der, der plötzlich, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat und die Wahrheit eingesehen hat, also wiedergeboren ist, durch die Brille des Heiligen Geistes eben diese satanischen Botschaften in den Zeitschriften und erkennen kann. Ja. Ne? Das ist ja Heftig. das, was ich ja schon seit 8, 9 Jahren mache. Also es gibt da so einen Auserwählten, der eben plötzlich durch die Brille des Heiligen Geistes geheime Botschaften in den Zeitungen und in den Zeitschriften erkennen kann, wohingegen die Masse, die eben blind ist, diese Brille des Heiligen Geistes nicht hat, nicht erkennen kann. Ja. Und wenn ich den Film sehe, dann weiß ich ja, von wer da dieser Typ darstellt, ne? Weil ich sehe mich ja in dem wieder. Ja. Ich weiß ja, dass der Teufel ja solche Leute wie mich meint oder wie dich jetzt. Ne? Dass das diese Art von Menschen sind, die wiedergeboren sind und das satanische System ja, bekämpfen, Ja. zum Einsturz bringen. Ja. Aber sehr, sehr empfehlenswert. Den wollte ich auch mal entschlüsseln, aber der ist mir auch irgendwie untergegangen. Sie leben, der Film. Ist ein Ja, okay. Klassiker in der Wahrheitsbewegung. Du siehst ja auch, dass sie sich dann auf einmal so treffen, unterschwellig, denn dann sind die ja auch nur noch so unter sich und dann treffen die Das sind sich und dann. Christen. Ja, das sind Christen. Ja. Ne, der predigt dieser Pfarrer auf der Straße, dass die Welt eben von bösen Mächten regiert wird und zunächst glaubt dieser Hauptfigur im Film, dem Pfarrer nicht, dem Prediger. Das ist so ein schwarzer Prediger auf der Straße, der ist blind. Und das stellt zum Beispiel also einen Apostel Paulus dar, der auch fast blind war. Der Ja. konnte sehr, sehr schlecht sehen. Und er glaubt es zunächst nicht, aber irgendwann mal sieht er mit seinen eigenen Augen die Wahrheit. Und Ja. diese Brillen, die da versteckt werden von den Christen, diese Christen haben ja diese Brillen entwickelt, die eben dafür da sind, unter den Volk zu bringen, die Brillen, damit das Volk eben das sehen kann, das Böse. Ja, aber kann ich, Und diese. warte, kann ich fragen, kann das sein, dass diese Brillen den Heiligen Geist darstellen Ja, in simplen? natürlich, ja klar, die Ja. Brillen sind ein Symbol vom Heiligen Geist, der dir Ja. die Augen öffnet. Ohne den Ja. Heiligen Geist kannst du ja das nicht erkennen. Aber Ja. mit dem Heiligen Geist kannst du das erkennen. Genau, diese Brillen symbolisieren eben den Heiligen Geist, was die Ja. Christen schon haben. Die Christen können das sehen, das Böse. Die brauchen noch Ja. nicht mal die Brille. Die können auch Ja. das Böse ohne diese Brille sehen. Aber eben das Volk muss das haben, damit das sehen Ja. kann. Deswegen wollen die ja Ja. diese Brillen unter das Volk bringen und das Böse, Ja. die Polizei versucht eben diese Brillen und diese Christen dann halt ja, um die Ecke zu bringen und die Brillen dann zu beschlagnahmen. Ja. Ja, und das ist genau das, was du meintest, in der neuen Weltordnung wird das zu einer großen Christenverfolgung kommen. Und They Live spielt da in der neuen Weltordnung zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, Gottes Segen. Hast du eine Frage? Danke fürs Hochholen. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich wollte nur zwei Sachen sagen. Eigentlich ist die Person ja jetzt schon weg, aber es wurde auch immer wieder in den Kommentaren geschrieben und auch von euch teilweise aufgegriffen. Die Sache ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen Behauptungen und Fakten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein Pinguin, wir sind uns alle einig, egal woran wir glauben, dass es eine Behauptung ist, weil ich der Realität widerspreche. Ich habe keinen Schnabel und ich habe keine Federn. Und wenn ich sage, Menschen müssen atmen,
dann ist es ein Fakt, da sind wir uns wieder alle einig, weil es wird durch die Realität bewiesen, ohne widerlegt werden zu können. Und wenn jemand dieser Realität widerspricht, man konfrontiert ihn mit der Realität und sagt, tauch doch mal unter Wasser, und dann sieht er ganz schnell, er muss atmen. Das heißt, es dreht sich immer um die Realität. Und ich will nur auf zwei Punkte hinaus, für alle, die die folgenden Punkte nicht beachten, die in der Realität aber vorhanden sind. Einmal, in Bezug auf die, die sich evangelikalisch nennen oder ähnliches, und einmal in Bezug auf die Bibel. Also in Bezug auf die Bibel, die allerältesten Texte, die heutzutage für uns zugänglich sind, also die absolut allerältesten Texte, sind unter anderem die masoretischen Texte. Und wir wissen ja, dass es ja eine Realität ist, die Tora an Moses, Friede auf ihm, wurde nicht auf Griechisch offenbart, die Psalmen an David wurden nicht auf Griechisch offenbart und das Originalevangelium an Jesus wurde nicht auf Griechisch offenbart. Das heißt, Griechisch ist eine Übersetzungssprache und keine Original. Und die masoretischen Texte sind auf Griechisch, also keine Original, sie sind 1100 Jahre später gekommen. Somit können Nein, Christen es gar gibt nicht wissen, was. Ältere Kodexe, zum Beispiel Codex Vaticanus oder Codex Sinaiticus, die sind Genau. bis zum 3. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Richtig. Und Codex Sinaiticus, wie du schon gesagt hast, bis zum 3. Jahrhundert, das ist ja immer noch nicht die Zeit von Jesus, Friede auf ihm. Und das mit Codex Sinaiticus und Vatikanus und auch mit den anderen Schriften, diese Darf ich wenigen ganz kurz Schriften. fragen? Eine Frage: Ist der Herr Jesus für dich Gott? Nein, der sagt Da, ja schon Friede auf ihn, das ist ein Moslem. Der sagt ja genau. schon die ganze Zeit Friede auf ihn, das ist ein Moslem. Genau. Ach Genau. so, das Muss dachte man ich. haben. Genau, einmal das. Das kann man ja nicht ignorieren, denn diese Texte beruhen nicht auf Die Original. Und masoretischen Texte sind aus dem Mittelalter. Masoreten sind Gelehrte aus dem Mittelalter. Das was sind hat nicht das die mit dem ältesten Auge? Manuskripte. Deswegen sagte ich, du sagst was Falsches, du hast dich nicht richtig erkundigt. Die Nee, ältesten Bruder, du machst Manuskripte. gerade einen Fehler, weil ich habe auf Deutsch gesagt und extra wiederholt, damit solche Scheinargumente nicht fallen. Ich habe gesagt, Ja. mit die ältesten Texte. Ja, aber die anderen sind Und tausend eine Jahre Sache, älter. was du noch für einen Fehler, ja, die sind ja 1100 Jahre später entstanden, wir wissen ja, wann sie entstanden sind. Und der andere Punkt ist, die hebräischen Texte, auf die ihr immer wieder anspielt, das ist Neuzeithebräisch. Das heißt, eine Übersetzung aus der Übersetzung. Erst wurde auf Griechisch übersetzt und dann vom Griechischen ins Neuhebräische. Das ist nicht das Althebräische. Also noch jüngere Texte, nicht alt. So, deswegen, also, das ist ja schon mal eine Realität, was ignoriert wird. Und der zweite Punkt ist, als Evangelikale, wie sie sich nennen, haben sie wieder ein gewaltiges Problem, weil aus deren Sicht sind ja die Katholiken Ketzer. Und ihre Traditionslehre wird abgelehnt. Sie zählen Ja. als Ungläubige, die für immer in die Hölle Ja. kommen. Aber, Ja, genau, natürlich. richtig, das bestätigt er. Das Problem dabei ist, das Paradoxum, also der Widerspruch bei den Evangelikalen, den ich nenne, ist, der Kanon im Neuen Testament, den die Evangelikalen als ihr Buch, ihre Schrift, Gottes Wort akzeptieren, ist von den Katholiken erstellt worden. Diejenigen, die ihr als ungläubig seht. Somit nimmt die Die Ungläubigen, die Ketzer, die in die Hölle sein werden, als Maßstab dafür, was in der Bibel als Original gilt oder nicht. Und das ist ein Widerspruch. Und eine Tatsache, die man nicht widerlegen kann. So, diese beiden Punkte wollte ich mal klarstellen. Weil es wird immer wieder geredet von angeblich Original. Nein, das sind keine Original. Man muss erstmal verstehen, was bedeutet Original. Man kann nicht einfach etwas Original nennen, wenn es kein Original ist. Und zweitens, man kann doch nicht sagen, jemand ist irre gehen und auf dem Weg in die Hölle, aber gleichzeitig von ihm sich diktieren lassen, was angeblich Gottes Wort ist und was nicht. Das macht keinen Sinn. Also es sind Doch, zwei das macht Widersprüche. einen Sinn. Das macht einen Sinn, weil es gibt Leute, die eben vom Heiligen Geist benutzt werden können, weil Gott bewahrt ja sein Wort, nicht ein Katholik. Der Herr benutzt Menschen, um sein Wort aufzuschreiben, um zu bewahren. Und die Reza, müssen nicht unbedingt, da machst du jetzt die gerade müssen wieder nicht zwei unbedingt. gewaltige. Nein, schau mal, als 1947 in den Qumran-Höhlen die Ja. Schriften des Alten Testaments gefunden wurden, hat der Gott einen Moslem benutzt, um diese Schriften zu finden, damit die Authentizität der Bibel bestätigt wird. Okay, Lisa, Der da hast hieß du jetzt Mohammed. drei Fehler gemacht. Da hast du jetzt drei Fehler gemacht. Erstens, das ist eine Behauptung, wie ich bin ein Pinguin. Jetzt widerlege ich das anhand der Realität, die man nicht ändern kann. Alle drei Punkte. Erstens, nein. Wenn du sagst, Gott hat die Katholiken dafür benutzt, dann machst du einen gewaltigen Fehler, weil die Evangelikalen sind sich seit Jahrhunderten einig,
dass die Traditionslehre, und das ist der springende Punkt, die Traditionslehre der Katholiken wird absolut abgelehnt, als Unglaube bezeichnet und zum Weg der Hölle. Aber die Katholiken haben ihre Traditionslehre angewendet, um den Kanon zu bestimmen, was in der Bibel gehört und was nicht. Das stimmt, heißt, ihren die Weg Katholiken, zur Hölle du sagst falsch Aussagen. Die Katholiken haben zum Beispiel den Codex Sinaiticus, apokryphe Schriften, die nicht zu der Bibel gehören. Das sind Schriften, die unter anderem Okkultismus, Zauberei und sowas beinhalten. Das ist ja kein Widerspruch. Dass die Katholiken eben nicht den Heiligen Geist haben und die Dinge nicht unterscheiden können. Ich hab nicht gesagt, sie haben die Bibel aufgenommen, aber auch satanische Schriften, weil sie eben nicht den Heiligen Geist haben. Aber der Heilige Geist hat sie benutzt, um die Schriften zu bewahren. So wie der Herr zum Beispiel einen Moslem benutzt hat. Um die Jesaja-Rolle zu finden. Und die Jesaja-Rolle ist ja genau die Rolle aus dem Alten Testament, das voll ist von Prophezeiungen über den Herrn Jesus Christus, seine Gottheit, seine Menschwerdung, seine Kreuzigung, dass er zurückkommen wird, die Welt zu richten. Das ist alles in Jesaja drin. Und ausgerechnet ein Moslem findet die Jesaja-Rolle und okay, bestätigt. Jetzt kommt meine Antwort darauf. Meine Antwort auf dein Kernargument. Ich wollte einmal ganz kurz, sagen, lass mich diese beiden Punkte zu Ende bringen, weil sonst kommen wir durcheinander. Dann können wir auch ein neues Thema aufmachen. Also, erstens, nein, du hast es wieder mit Scheinargumenten um dich geworfen, mit Behauptungen. Nein, die Traditionslehre der Evangelikalen, und du widersprichst damit Jahrhunderte evangelikale Überzeugung, sind nicht anzuwenden, um zu definieren, was falsch oder richtig ist, sondern absolut als Weg der Ketzer und Weg zur Hölle anzusehen. Aber das wurde angewendet, um den Kanon zu bestimmen, was das Neue Testament ist. Ich hab's doch gesagt, warum kannst du nicht einfach zuhören? Warum bist du schon wieder in deiner Programmierung, in deinem Kopf drin? Ich hab's dir doch gerade erklärt. Du wiederholst doch nur diese Floskeln, die dir sind. Ich hab dir doch erklärt. Okay, erklär mir den Inhalt. Was ist der Thomas-Evangelium? Was hat das Thomas-Evangelium für einen Inhalt? Okay, du Experte, erzähl mir mal. Mit den Qumran-Rollen, ich will kurz auf den zweiten Punkt. Erzähl mir das Thomas-Evangelium für einen Inhalt. Erzähl mir keinen jetzt Blödsinn. Ich will kurz auf den zweiten Punkt auch umgehen. Du antwortest jetzt auf meine Fragen, sonst ist vorbei das Gespräch. Was hat das Thomas-Evangelium, das Apokryph, das Sinaiticus aufgenommen wurde, du Experte? Was hat das für einen Inhalt? Das Gespräch, das ist doch immer beendet, wenn du nicht weiter bist. Siehst du, du möchtest gerne Experte, wenn man dich da direkt bringt, du hast keine Ahnung. Und du versuchst hier die Leute durcheinander zu bringen, das lasse ich aber nicht zu, mein Lieber. Dann zeige ich den Leuten, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Oder Reza, ich habe dir gesagt, die Antwort ist darauf. Oder Reza, die Hadithe. Ich habe nur gesagt, lass uns die Reihenfolge einhalten. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht antworte. Ich antworte darauf. Aber lass mich erstmal auf deine Qumran-Rolle. Du hast null Ahnung. Du erzählst, dass die Masoreten masoretischen Texte die ältesten Texte sind. Du musst erstmal von den Hauptschulen Muslimen lernen, sondern von den echten. Die Jesaja-Rollen. Warum hast du denn so Angst, dass ich ausrede? Warum hast du so Angst, Elsa? Nee, weil du Schrott erzählst. Ich habe dir zugehört und erzählst du erzählst Müll. Du erzählst ja Schrott, das ist ja Realität. Nein. Hör mal jetzt auf, Frank, die Jesaja du erzählst lass mir, was das Thomas-Evangelium für einen Inhalt lass hat. Lass mich noch mal meinen Gespräch Punkt ist beendet. Wir quatschen jetzt, du hast die ganze Zeit geredet am Anfang. Sei mal leise jetzt. Also, sonst muss der Bruder Dennis sich rausschmeißen. Wenn du Falschbehauptungen aufstellst und nicht zuhörst, wenn man dir das erklärt, dann musst du runter. Du hast nur Behauptungen aufgestellt, die nicht beweisbar sind, sondern belegbar sind. Warum wurde das Thomas-Evangelium mit in den Codex aufgenommen? Stimmen nicht hundertprozentig überein. Die Jesaja-Texte jetzt in der Bibel von den Katholiken im Codex überein. Reza, in den Qumran-Rollen gibt es Unterschiede. Mit Falschbehauptungen davon und Lügen, die Leute hier durcheinander Texte. Bringen. Vier Texte wurden als gefälscht. Schmeiß immer raus, bitte. Der ist nicht in der Lage zuzuhören. Über 300 Jahre später kamen die Hadithe. Muss man sich mal vorstellen. Vier Texte sind gefälscht worden. Vier Texte sind gefälscht worden. Der ist nicht imstande, das ist eine er ist nicht imstande was dazu zu lernen. Der ist nur mit seiner Programmierung hier hingekommen. Weiß, nur ist das nicht. Der hat null Ahnung von der Sache. Mit irgendwelchen oberflächlichen Behauptungen versucht er hier die Leute ein bisschen durcheinander zu bringen. Du musst dann sofort wissen, wenn jemand nicht zuhören kann, dass er programmiert ist vom Teufel, um also Vernichtung anzusetzen, zur Vernichtung und zur Verwirrung. Muss er aufpassen. Darfst du keine Plattform geben, solchen Leuten. Die Juden wollen hier mit Verfälschung der Bibel ankommen. Wann wurde dann der Koran fertig? Wann kamen die Hadithe raus? Eine Ziege hat Koranverse gegessen. Mohammed hatte satanische Verse gehabt. Mohammed hat Koranverse vergessen. Das ist unfassbar. Dann wollen sie uns hier mit Schriften. Das ist so peinlich. Guten Tag. Hallo. Was ist das denn? Um was genau geht's hier?
Was ist denn das? Was? Ja, Der hat Gottes sein Segen. Bart, der hat seinen Bart irgendwie nicht richtig rasiert. Der sieht komisch aus, sein Bart. Das ist eine Maske, ja. Achso, ist eine Maske, das ist komisch. Nee, ist nicht mein Part. Der hat seinen Bart. Warum trägst du Masken? Warum kannst du denn nicht ohne Maske sein? Warum kannst du nicht echt sein? Es Ja, gibt doch genau. zu viele Leute schon, die mit Masken Ja, herumlaufen. Jeder Mensch ist möchtest eine du bei Maske. den Warum kannst du Ninja-Turtles denn sein? nicht ehrlich sein? Möchtest du ein Warum habt Ninja-Turtle sein? Möchtest du ein ihr, Ninja sein? warum, Gegenfrage, warum habt ihr die Kameras nicht an? Warte, hier Du ist siehst doch mein Bild, du siehst doch, wie ich aussehe. doch. Ja, warum willst du ein Ninja-Turtle sein? Warum kommst du hier rein als Ninja-Turtle? Nein, ich dachte, ihr wolltet einen Satanisten sprechen, also ihr habt ja jetzt einen. Ah, Ach so, ja okay. gut. Erzähl mal, Ja. warum trinkt die Blut von Kindern? Gegenfrage, warum ist das Christentum eigentlich schon früher immer Nein, nein, nee, erstmal antworten, dann stellst du eine Gegenfrage. Erstmal antworten und dann kann ich dir dann antworten. Nicht Ja, aber es ist ja unhöflich eine werden. dumme Frage. Nein, es ist ja eine dumme Frage. Also es ist ja Nee, jetzt warum dumm? Nee, nee, die trinken noch eine. Blut. Ninja Turtle, Nein, kannst du aber bitte die Frage beantworten, dann. Ninja Turtle? Ninja, Ja, kannst du bitte ich beantworten? antworte, ja gerade. Ich frage mich ja gerade bloß, warum man immer so einseitig ist in der Sind ganzen wir Sache nicht? und sich gar nicht mit der Thematik irgendwie wirklich auseinandersetzt. Haben wir. Aber warum trinken denn alle Satanisten jetzt Kinderblut im Wald? Ja, du musst das so erklären. Du bist so ein Satanist. Du kannst uns über christliche Sachen fragen. Wir sind Christen und erklären dir das. Und du bist ein Satanist und du musst erklären, warum du ihr Blut trinkst. Ja, also für mich ist halt ein riesengroßer Irrglaube, ne? Was ist Es ein gibt Irrglaube? doch in es gibt doch in jeder Religion, gibt es doch überall, und der Satanismus ist keine Religion. Es gibt überall, in jeder Religion gibt es doch immer schwarze Schafe, oder nicht? Also ich meine mal, drüben beim Islam, da gibt es Terroristen, im Christentum gibt es Terroristen. Also es gibt ja überall immer schwarze Schafe, die aber eigentlich rein gar nichts irgendwo mit der Ja, ganzen Moment, Moment, Religion langsam, zu tun haben. Schritt für Schritt. Du hast jetzt gerade ein paar Behauptungen aufgegeben. Wir müssen eins nach dem anderen durchgehen. Du sagst, im Genau. Islam gibt es Terroristen. Jetzt muss man schauen, ist denn der Terrorismus im Islam behaftet oder nicht? Ist das in den Naja, Schriften vorhanden oder nicht? also nein, in den Schriften ist es nicht vorhanden, aber an Ach sich nein, ist nicht gibt es doch. vorhanden. Dann schauen wir mal Sure 9, Vers 111 an. Es ist im Islam nicht vorhanden. Also ich meine mal, Sure 4, Vers es jetzt ein 89 Mensch an, töten, Sure das jetzt ein Mensch 47, töten Vers 4 sollte. an, Sure 8, Vers 12 an. Schau mal, Sure 9, Vers 29 an, Sure 9, Vers 5 an. Hast du die aufgeschrieben, die Suren? Nee, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber es ist ja Ja, weil kein du Glauben, das oberflächlich steht bist, in weil du euren nicht an der Glauben, das Wahrheit, weil liegt du in nicht an der euren Glauben, Wahrheit das interessiert steht bist. hier Du möchtest einfach nirgends. nur rumquatschen Lass mich und kurz Behauptungen ausreden. aufstellen, ohne Lass mich Ahnung zu kurz haben. ausreden. Lass mich kurz ausreden. Es steht doch Hast in du die gar keinem Suren Glauben da auf? drin. Nein, wir sind erstmal bei A. Du hast gesagt, die Terroristen nutzen den Islam aus und das ist eine Genau. Falschaussage. Deswegen sollst du Die diese nutzen doch auch Suren euer aufschlagen Christentum und aus. lesen. Die nutzen doch auch euer Christentum aus. Was war denn damals in der Moschee? Gut, du Welches, weißt es welcher ja, Moschee? wie auch immer es hieß, in Neuseeland. Was da passiert, das war doch christlich Also der Herr motiviert, Jesus hat Junge. uns beigebracht, eine Waffe zu nehmen und unsere Mitmenschen zu erschießen, ja? Nö, aber so wird es ja gerade auch ausgelegt jetzt mit dem Islam. Und ich meine mal, in Hast du Christchurch, denn was das, hast du dort. den Brief von diesem Typen gelesen, was er geschrieben hat nach seinen Taten, warum er das getan hat in Neuseeland? Brauche ich mir nicht durchlesen. Ich meine mal, das war ja auch. Das Ach so, du war auch brauchst gar nicht zu wissen, ne? Einfach nur reden. Du willst einfach nur ohne Ahnung von der Materie zu haben, einfach nur reden, ne? Ja, Aus deinem eigenen Kopf. genauso wie ihr, ja. Nein, ich habe die Beispiele und, Bewe und Beweise gebracht aus dem Koran gerade. Aber Beweise, die wo ist interessieren dich nicht, weil dich die Wahrheit nicht interessiert. Du möchtest einfach oberflächlich rumreden, nee, wieso? rumquatschen. Was, ja, es ist trotzdem gefährlich, Hast du immer den wieder zu Brief behaupten. gelesen, was dieser Typ aus Neuseeland geschrieben hat?